F1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt beobachtet. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal heimlich beobachtet wurden. Von wem auch immer. Vielleicht von einer Einzelperson, einem Nachbar beispielsweise. Oder auch vom Arbeitgeber, Stichwort Lidl. Oder ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die heimlich beobachtet haben. Die also die Aktiven waren, die vielleicht ein Verbrechen beobachtet haben oder auch schon mal ganz gerne in das Nachbarzimmer oder ins Zimmer der Nachbarin spinksen, was da so abgeht. Also beobachtet heißt unser Thema heute Nacht, und wenn ihr gerne mit mir drüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. So, der erste Anrufer, die erste Anruferin, das ist die Heike, und Heike ist 40 Jahre alt. Hallo Heike. Hallo. Hallo Heike. Hallo. Thema beobachtet. Ja. Da hast du dich zugemeldet. Ja. Das heißt, du wurdest beobachtet? Nein, auf keinen, also ich denke mal nicht. Du bist eine Beobachterin? Auch nicht. So. Nein, bin bei der Firma Lidl beschäftigt. Ah. Ja, und verstehe. Bin der Meinung, dass das Ganze in den Medien ein bisschen hochgebauscht wird und dass wir eigentlich überall beobachtet werden und nicht nur wir jetzt bei der Firma Lidl, sondern auch in den anderen Discountern. Ja, da gibt es ja mittlerweile auch schon Anschuldigungen diverser Art. Aber die Firma Lidl hat sich ja sogar bei ihren Mitarbeitern entschuldigt. Und das, was man in der Presse lesen konnte, die Zitate aus den Beobachtungsprotokollen, das hat einem ja schon die Schuhe ausgezogen. Das stimmt, dass das so ist. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich nicht nur bei der Firma Lidl so, es ist auch in den anderen Märkten so. Das würde es ja nicht besser machen. Nein, auf keinen Fall. Nur, ich sage mal, es geht da ja auch um Geldbeträge, und wenn Diebstahlverdacht oder so besteht, wie soll sich ein Arbeitgeber schützen? Dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Aber es ist ja schon dagegen etwas einzuwenden, wenn man genau beobachtet, wie oft ein Mitarbeiter zur Toilette geht, ob er die Arme tätowiert hat und ob er mit einem Drogensüchtigen privat befreundet ist. Wenn die Leute ihr Privatleben mit zur Arbeit nehmen und das da ausplaudern, so, weil, und die Kameras dann da sind, dann ist das der Nebeneffekt, sage ich jetzt mal, von dem Ganzen, weil man eigentlich vielleicht einen Diebstahl beobachten möchte. Ja, so versuchte man sich herauszureden. Aber die Geschäftsführung hat sich ja gar nicht so rausgeredet. Die haben ja selbst gesagt, dass ihnen das leid tut, dass das so passiert ist. Was machst du denn eigentlich bei Lidl? Ich bin als Verkäuferin dort tätig. Ja, ist denn in deiner Filiale so etwas auch vorgekommen? Nein. Das ist nicht vorgekommen? Nein. Mhm. Merkst du, dass das Kundenverhalten anders ist, seitdem dieses in die Öffentlichkeit gedrungen ist? Nein, wir werden des Öfteren mal darauf angesprochen, aber dass das Kundenverhalten jetzt anders ist, könnte ich nicht sagen. Das heißt, der Umsatz ist nicht zurückgegangen? Nein, denke ich nicht. Als du das zum ersten Mal gehört hast, und nun gut, du hast in deiner Filiale so etwas nicht beobachten können, warst du nicht doch im ersten Moment etwas irritiert, oder war dir gleich klar, ach, so schlimm ist, kann das gar nicht sein, die meinten es ja nur gut? Also ich war nicht schockiert. Ich finde, das gehört dazu, denke ich, in unserem alltäglichen Leben, dass man beobachtet wird. Und wenn irgendwo eine Kamera hängt, denke ich, hat es einen Grund. Da hast du schon recht, aber es ging ja nicht nur um Beobachtung, sondern um das gezielte Ausspionieren von Privatsphäre auch. Von der Privatsphäre, ja. Dann muss es vielleicht aber auch ein Verdachtsmoment bestanden haben. Nein, eben nicht. Das war ja genau der Grund, weswegen alle so empört waren. Das ist ja zurückzuführen auf eine Recherche des Sterns. Wenn ein Verdachtsmoment vorliegt, da hast du natürlich recht, dann ist das auch legitim, dass man das machen kann. Aber wenn nichts vorliegt, beispielsweise hat mich auch sehr schockiert, nach Aussagen des Sterns gab es auch Kameras, die einen sogar dabei gefilmt haben, wenn man die Geheimnummer
in dieses Kästchen tippt, wenn man mit EC-Karte bezahlt. Es gibt keine Unterstellung, dass mit den Nummern etwas gemacht wurde, das keineswegs. Aber überhaupt, dass man das gemacht hat? Ja, davon weiß ich jetzt nichts. Das habe ich auch nicht gelesen. Mhm. Und ich sag mal, kann man so die Kamera einstellen, dass man das genau sieht? Und man kann ja auch, dann muss man ja auch die Karte dazu haben. Ja. Ja, natürlich. Niemand unterstellt, dass jemand da irgendwie kriminelle Aktionen vorhat. Keinesfalls. Das ist nicht gemeint. Aber dass man überhaupt seine Kamera so hinhängt, dass man das sieht, würde mich als Kunde auch ärgern. Also ich denke ganz einfach, die Kamera war so, ob man sehen kann, ob jemand in die Kasse greift. Mhm. Mhm. Also, ich merke schon, dass du hinter deinem Arbeitgeber stehst. Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn so bei den Kollegen und Kolleginnen? Also da, die denken, glaube ich, genauso wie ich. Wenn man sich mal unterhält, der größte Teil denkt genauso wie ich. Ja, aber viele haben sich ja dann im Nachhinein schon, auch anonym, sehr empört und sehr schockiert gezeigt. Ja, sind viele, die dann jetzt nicht mehr bei der Firma sind. Wenn ich jetzt morgen nicht mehr bei der Firma wäre, hätte ich immer noch keinen Grund, darüber schlecht zu reden. Mhm, das ist aber eine Charaktersache. Der Nächste redet dann vielleicht doch schlecht, um sich gut darzustellen. So, und wir sind in einer Filiale, wo wirklich viele Leute sind, die auch sehr lange da sind, 15, 16 und 17 Jahre. Mhm. Und steckt denn vielleicht auch so ein bisschen dahinter bei euch, die ihr dort arbeitet, was ja auch völlig verständlich wäre, dass das Image nicht zu negativ sich auswirken sollte, weil das zu Lasten der Firma und dann letztendlich auch auf Kosten der Arbeitsplätze ginge? Nein. Das nicht? Mhm, auf keinen Fall. Mhm. Ja, okay, gut, das ist deine Auffassung von deiner Seite aus, wie du das erlebt hast. Ja. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Nichts zu danken. Und vielleicht hören wir heute auch noch jemanden, der das ein bisschen anders sieht und der vielleicht Erfahrung gesammelt hat. Vielen Dank, Heike. Alles Gute. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer zu unserem Thema Beobachtet. Habt ihr euch schon mal beobachtet gefühlt und euch dadurch belästigt gefühlt oder seid ihr auch schon mal aktiv gewesen und habt beobachtet? Also entweder so heimlich um die Ecke, vielleicht beim Nachbarn reingeguckt oder habt ihr auch ein Verbrechen unter Umständen schon einmal beobachtet, heimlich sogar beobachtet und wollt mir davon erzählen. 0800 220 50 50 oder mailt mir domian@wdr.de. Hier ist Christoph. Christoph ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Du bist beobachtet worden? Nein, ich habe beobachtet. Mhm. Und das vor einiger Zeit, da war ich 15. Mhm. Die Situation war damals so, ich habe noch Geschwister und meine Eltern waren abends weg. Und ich wollte dir ein recht schönes Erlebnis mit Beobachten erzählen. Sehr gerne, leg los. Ja, okay. Wir sind Ohr. Also die waren abends weg und wir haben natürlich die Situation ausgenutzt und Fernsehen geguckt. Wer ist wir? Meine Schwester, mein Bruder und ich. Mhm, Einer musste immer am Fenster stehen, um zu gucken, irgendwie wann kommen sie denn wieder, irgendwie um dann in den Betten zu verschwinden. Ich rede von Anfang der 80er Jahre. Du warst 15 Jahre alt damals? Ich war 15 Jahre. Und die Geschwister waren wie alt? Meine Schwester ist 14 und mein Bruder ist, 4 Jahre jünger als ich. Achso, da warst du der Älteste. Ich war der Älteste, ja. Und hat also Gardinenwache sozusagen. Mhm. Und gegenüber, ganz normale Straße, gegenüber war ein Wohnhaus. Mhm. Und da war eine Wohnung, ich guck da rein. Und nicht nur eine Wohnung, sondern mehrere, aber war halt beleuchtet und so weiter. Und ich guck da rein und sehe also, wie eine der Nachbarinnen, möchte ich es jetzt mal nennen, mit ihrem Freund, wie ich vermute, heftig zugange war. Den Geschlechtsverkehr ausübte? Da kam es dann später zu. Achso, kam es. Okay, ich will nicht vorgreifen. Also, ja, die beiden waren schon irgendwie schon... Ja, erstmal, mehr oder weniger heftig zugange. Ja, ganz genau. Erstmal heftig im Kampf irgendwie und dann wurde also das Schlafsofa ausgezogen irgendwie und dann ging es da richtig heftig zur Sache. Wie viel Meter von eurem Fenster war denn diese Wohnung entfernt ungefähr?
Ich habe mir das gerade mal ausgerechnet. Das müssten, wenn ich einen Bürgersteig 2,50 Meter nehme, mal 2, dann sind das 10, sind das 5 Meter. Und ja. sagen wir mal, eine stinknormale Straße hat wahrscheinlich auch 5 Meter. Ja, nee, nicht. Noch nicht irgendwo. Also werden das ungefähr Luftlinie 10 bis 12 Meter sein. Ja. Schätze mal. Okay. Und ich hatte von oben einen Ausblick wirklich direkt auf das Bett. Das ist wie das war ja dann ein, das war ja wie serviert das Ganze für euch. Für mich. Für dich. Meine Geschwister, denen habe ich das nicht mitgeteilt. Ich habe das selber genossen. Ach so, ich verstehe. Ich dachte, du hättest dann die Geschwister auch dazu geholt und ihr hättet das gemeinsam beobachtet. Nein, du wolltest das alleine sehen. Nein, ich habe hinter der Gardine gestanden, weil ich musste ja auch immer noch gucken, ob meine Eltern nach Hause kommen. Ja. Aber das Geschehen hat mich dann relativ davon abgehalten, muss ich sagen. Und es war unheimlich spannend, weil, wie gesagt, ich bin 41 heute und habe dann, damals war ich Jungfrau. Ja, also, und in Sachen Sexualität auch noch nicht so informiert wahrscheinlich, oder? Oder doch? Ja, doch, informiert schon, aber dass ich das so real gesehen habe... war das erste Mal. Das war das erste Mal, so, ja. So, dann hast du gesehen, wie die beiden quasi wirklich miteinander geschlafen haben. Ja, von vorne bis hinten und von hinten das, bis... Das ganze Programm. Ja, und es war der Wahnsinn. Es war wirklich der Wahnsinn. Also du erzählst es ja heute noch mit Begeisterung. Ja, weil... es hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Ich habe die Frau, ich habe noch 2 Jahre da gewohnt, also 2,5 Jahre noch dort gewohnt. Und was der ganzen Geschichte ja das i-Tüpfelchen aufsetzt, ist, ich habe die natürlich dann immer wieder gesehen. Und das ist merkwürdig, ne? Wenn man dann so jemandem begegnet auf der Straße und die wusste ja gar nicht, was du an intimen Dingen über sie wusstest. Das ist es irgendwie. Genau. Und das i-Tüpfelchen an der ganzen Geschichte ist, ich habe im selben Viertel 2 Jahre später eine Buchhändlerlehre angefangen. Ja. Und rate, wer reinkommt? Die Frau. Na klar. Na, hast du gesagt, ich kenne sie doch schon? Na, hast du natürlich nicht gesagt. Ich hätte es gerne gemacht. Ich war schon so, inniglich mit ihr. Wenn du das einmal gesehen hast, kam da nicht dann die Lust, dass ich das dann nochmal wiederholen könnte, sollte? Hast du immer wieder mal rüber gespingst? Ja, natürlich. Ja, aber da war nichts mit zu sehen dann. Später. Nein, das war ein purer, blöder Zufall. Ja, also ich frage mich dann ja, also nun kann man ja sagen, da darf man nicht reingucken und böse und so weiter, aber schuld daran sind natürlich die Leute, die da zugange waren. Warum haben die keine Gardine vor die Fenster gezogen oder die Rollläden runtergemacht oder was auch immer? Habe ich auch schon gefragt im Nachhinein. Ich nehme an, es war schräg links versetzt von meinem Beobachtungsposten aus. Mhm. Damals war auf diesem Grundstück noch ein Garten. Mhm. Also heute ist es bebaut irgendwo, aber damals war da noch ein Garten, sodass sie wahrscheinlich gedacht haben... Achso, da ist gar keiner, da kann gar keiner reingucken. Exakt, ganz genau. Mhm. Und naja gut, okay, es war zu meiner Lust, aber... Warum von Schuld reden? Die Frau hat mir einer der schönsten Erlebnisse meines Lebens irgendwo beschert. Naja, ich hoffe nicht, das schönste Erlebnis deines Lebens, da muss doch noch was anderes gekommen sein. Da ist noch sehr viel anderes. Ja, natürlich. Aber natürlich, in dem Alter, wenn du sagst, du warst 15, du bist heute 41, da waren auch noch andere Zeiten, war das natürlich was extrem Spektakuläres wahrscheinlich, so etwas zu sehen. Und hat dich natürlich sexuell auch sehr erregt, vermutlich. Ja, klar. Natürlich, ja, klar. Und du hast niemandem davon erzählt damals? Nein, habe ich nicht. Und ich erzähle das jetzt zum ersten Mal. Ich fand das nicht so spektakulär, das dann irgendwann nochmal erzählen müsste oder so. Ja, also so guten Freunden erzählt mir sowas vielleicht dann ein bisschen später. Hattest du währenddessen... Ich meine, du warst, wie gesagt, 15 Jahre alt und du warst sehr fasziniert von dem, was du gesehen hast. Dennoch, hattest du währenddessen so einen Moment, ein schlechtes Gewissen nach dem Motto, eigentlich darf ich das gar nicht machen, ich darf dir jetzt nicht... Nein. Nein. Nee, nein. Überhaupt nicht. Ganz klar.
da bin ich auch heute noch verdammt froh drüber irgendwo, also dass ich diese Einstellung eigentlich überhaupt nie hatte. Wie also, wäre das denn heute? Du bist ja ein erwachsener Mann, wenn du heute so etwas in deinem Nachbarhaus zufällig sehen würdest, würdest du auch hingucken bis zum Schluss oder würdest du sagen, nee, komm, das geht mich nichts an, ich gehe in mein Zimmer und ich mache die Gardinen vor? Ich bleib jetzt mal ehrlich, wirklich. Ja. Ganz, ganz ehrlich, ich würde hingucken. Ja. Warum denn nicht? Ja. Also wenn... Wahrscheinlich wie viele, die meisten anderen auch. Ja, bleibe ich einfach ehrlich. Ja, und auch in dem Fall sage ich dann auch wieder, warum ziehen die keine Gardinen vor? Ne? Also wenn sowas passiert. Ja, gut, warum ziehen die keine Gardinen vor oder warum soll ich dann nicht hingucken? Es könnte ja sogar sein, wenn das jemand macht, dass es jemand ist, der so etwas exhibitionistisch veranlagt ist und vielleicht sogar so einen gewissen Reiz verspürt bei der Vermutung, es könnte eventuell jemand zugucken, kann ja auch sein. Man weiß es nicht. Es gibt auch Leute, die bewusst irgendwo in den Wald fahren. Natürlich. Und sagen, welche Spazierwege und sagen... Ja, die wohnen Parkplätze. Die Sexparkplätze, wo die Leute bewusst hinfahren. Mann, ich war da noch nie. Gucken schon mal, ich habe da nie was gemacht. Wo die auch wissen, dass da andere Leute dann halt rumlaufen und gucken und so. Ja, klar. Christoph, ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Jo. Und alles Gute wünsche ich. Deine Sendung, ne? Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. Beobachtet heißt unser Thema heute Nacht 0800 220 50 50. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die beobachtet wurden oder die schon beobachtet haben, so wie Christoph uns das gerade erzählt hat. Jetzt freue ich mich auf das Gespräch und bin gespannt auf Milli. Milli ist 40. Ist Milli eine Frau? Ja, eine Frau. Hallo. Ja, korrekt. Hallo Milli. Hallo. Du bist beobachtet worden? Hallo? Ja, hallo, hallo. Hörst du mich? Ja, ich habe beobachtet. Du hast auch eine... Mhm. Erzähl. Das war vor anderthalb Jahren. Mhm. Da trennte sich mein damaliger Freund von mir, für mich sehr überraschend. Nach wie vielen Jahren? Das war nach 2 Jahren. Ja. Es war auch schon eine grottenschlechte Beziehung. Es war wirklich schlecht, aber ich habe trotzdem nicht mit diesem Ende gerechnet. Ich fühlte mich von ihm abhängig. Mhm. Wir waren beide versetzt worden in eine neue Stadt. Wir sind in derselben Bahn und sind in derselben Firma. Mhm. Ich wohnte damals bei ihm seit etwa einem Jahr und gut, also er trennte sich dann von mir und ich habe am nächsten Morgen bin ich sofort ausgezogen. Mhm. Dann also ihr wohntet zusammen in einer Wohnung? Genau, mhm. In seiner Wohnung damals. Und dann war ich eigentlich recht versöhnlich und versuchte dann nochmal mit ihm zu sprechen, eine mhm. Woche danach. Mhm. Und dann war er komplett abweisend, sehr kühl. Mhm. Und dann hatte ich diesen Drang, ihn unbedingt beobachten zu wollen. Ach. Einmal konnte ich das von meinem Büro aus, sein Büro war über den Hof. Ja. Und dann habe ich wirklich mein altes Opernglas mir mitgebracht. Ja. Und fasziniert ihn von meinem Büro aus beobachtet. Das Wobei, da war doch wahrscheinlich gar nicht viel Spannendes zu sehen, wenn er im Büro saß und arbeitete, oder? Also ich fand es schon mal spannend, ihn einfach... Also das kann ich bis jetzt wirklich nicht... Es war natürlich für niemand anders wäre es spannend gewesen. Ja. Aber ich fand das irgendwie fast spannend und gerade lustvoll, ihn dabei zu beobachten, wenn er wahrscheinlich nicht vermutete, dass ich ihn... Hatte er eigentlich dich verlassen wegen einer anderen Frau? Nee. Das war jetzt das war mein Gedanke, das wollte ich unbedingt rausfinden, ob es wegen einer anderen Frau war. Achso, das hatte er da gar nicht gesagt? Nee, gar nicht. Ja. Nee. Also er sagte nur, wir verstehen uns einfach nicht mehr und es war alles so. Ehe wir darauf kommen, nochmal zu dem Büro. Du sitzt in deinem Büro, hattest du ein eigenes Büro alleine? Ja. Dann ging das. Dann hast du mit deinem Opernglas oder Fernglas? Ja, genau, Opernglas. Opernglas, hast dann immer runtergeguckt in sein Büro und ihn nur so bei seinen, eine Lust daran empfunden, ihn zu beobachten, mhm. ohne dass er es weiß. Ja, ja. Es gab mir irgendwie, also... Eine Genugtuung irgendwie? Ja, wirklich. Mhm. Ja, es gab mir eine Genugtuung aus einem Gefühl der Macht. Mhm. Also ich war mir sicher, dass der nie dann denkt, dass ich sowas mache. Und er wusste doch, dass du da nur oben sitzt. Hat er nicht da schon mal irgendwie hochgeguckt? Das... Schon, aber er konnte mich nicht sehen. Verstehe. Also das ging jetzt nicht wegen der Reflexion. Aber so. Da ist nie etwas Spektakuläres rausgekommen, dass du irgendwas gesehen hast, was
du vorher nicht vermutet hättest. Dabei nicht. Dabei nicht, aber? Dann, ich kannte ja jetzt, ich kannte sein Viertel ganz gut. Ich wohnte auch, ich musste ja dann schnell eine neue Unterkunft suchen. Mhm. Die habe ich in der Nachbarschaft gefunden. Mhm. Und hatte noch, und dann, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr, ich hatte dann den Drang, ich muss ihn unbedingt mal in seiner Wohnung beobachten. Mhm. Dann konnte ich das von dem Haus gegenüber, von dem Mietshaus gegenüber ganz gut. Er wohnt in einem Rückgebäude. Ja. Und da konnte ich gut in seine Wohnung im ersten Stock schauen. Aber wie kamst du denn in dieses Mietshaus rein? Das ging unkompliziert. Da stand die Haustür immer offen. Ach so, dann bist du in den Hausflur des Mietshauses gegangen und hast von dem Hausflur aus ihn beobachtet. Ja, genau. Das ist aber schon heftig. Ja, fand ich aber super spannend. Also ich stand da natürlich sehr unter Strom, aber... Ja, du hast doch wahrscheinlich auch immer Angst gehabt, da kommt gleich einer aus dem Mietshaus, irgendwie ein Bewohner und... Ja, aber das war komischerweise nicht. Und wenn das mal war, also ich habe das ja über Monate gemacht, bestimmt zweimal die Woche, wenn da jemand kam, ja, dann tat ich so, als würde ich jemanden besuchen im Haus. Ja, ja, komischerweise klar. War das sehr selten, dass jemand da lang kam. Dann hast du ihn so in seine Wohnung beobachtet, was er da so alles rummacht. Mhm, genau. Und er hatte auch keine Gardinen davor oder keine Jalousien? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also vor seinem Schlafzimmer schon, aber ich konnte gut in die Küche und in das Wohnzimmer schauen. Und das ging über Monate? Ja. Was hast du entdeckt? Also ich muss dazu sagen, das hatte ich schon deinem Kollegen vorher gesagt, das ging auch so weit, dass ich dann in die Wohnung eingedrungen bin. Eingebrochen? Das geht natürlich über Beobachten hinaus. Du bist in seine Wohnung eingedrungen. Mhm. Wie hast du das gemacht? Ich hatte noch einen Schlüssel. Weil das ja eure gemeinsame Wohnung früher war. Ja, genau. Mhm. Ich wollte, also erstmal wollte ich nur unbedingt wissen, war eine andere Frau der Grund? Mhm. Zunächst dachte ich das. Das heißt, du bist da eingedrungen und warst auf Spurensuche. Genau, richtig. Mhm. Dann fand ich keine Indizien, bis auf eine, jetzt kommt ein sehr unappetitliches Detail, dann fand ich eine Umzugskiste voller Porno-Videos. Da geht ja noch, ich hatte ja schon Sorge, da wäre ja Porno, naja, okay. Also bei diesem, den ich immer als Saubermann empfand, der sich immer als Saubermann gab. Ach so, der hat die heimlich geguckt früher. Ja, muss wohl so gewesen sein. Auf jeden Fall, das war dann, nachdem ich zunächst dachte, es war eine andere Frau dahinter, stellte ich fest, nein. Es waren nur Pornos. Also das war für mich, war für mich natürlich eine enorme Entlastung. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, Mensch, du wusstest nichts von diesem Mann. Mhm. Und das war ja auch das, was mich dazu führt, überhaupt ihn zu beobachten. Mhm. Also ich habe das nie diesen Drang vorher gehabt, aber ein gewisses Verhalten bei ihm löste diesen Zwang bei mir aus. Diese Entdeckung, dass er da eine ganze Kiste voll Pornos hat, war das dann so quasi die Endaktion von dir und hast du es dann aufgehört oder bist du weiter gegangen? Ich habe erst aufgehört, also es war dann auch so, wenn sein Handy dort lag, was er manchmal zu Hause ließ, habe ich auch das Handy nach SMS durchsucht und stellte dann immer fest, okay, er versuchte Annäherungsversuche bei Frauen, die er auf irgendwelchen Ü30-Partys kennengelernt hatte, aber kam nicht weiter. Das hat mich natürlich befriedigt, das zu sehen. Mhm. Dann gab es mal einen SMS-Wechsel mit einer Frau, die wohl ihn auch treffen wollte und da merkte ich, das halte ich jetzt nicht mehr aus. Also das will ich nicht mehr weiter verfolgen. Dann aber zur selben Zeit leider überraschte er mich in seiner Wohnung. Ach du Liebe. Ach du Liebe. Gibt es was Peinlicheres? Ja, gibt es eigentlich nicht. Und, also das war wirklich slapstick-mäßig. Was hat er gesagt? Er war eigentlich sehr kontrolliert und nur überrascht, aber nicht so geschockt, wie ich jetzt gewesen wäre. Auch nicht böse? Gar nicht. Nee. Auch nicht aggressiv? Gar nicht. Denn du bist ja in seine Privatsphäre eingedrungen. Das ist ja schon ein krimineller Akt, den du da vollzogen hast. Ja. Mhm. Da müssen wir gar nicht drüber schmunzeln. Das ist schon eine ernste Sache gewesen. Nee, aber ich muss deshalb lachen, weil es war wirklich slapstickartig. Und wie löste sich die Situation dann wieder auf? Er sagte nur, ich soll jetzt bitte gehen. Ich habe dann gesagt, die Tür wäre aufgewesen. Gibt es eine blöde Ausrede? Ja, und ich hätte gerne mit ihm gesprochen. Ich wollte gerne mit ihm sprechen, was das Gegenteil von der Wahrheit war. Ich wollte auf keinen Fall mehr mit ihm sprechen. Ja. Aber was sollte ich denn schon sagen? Und hat er gesprochen? Ja, nee, also, nein. Ja, man könne sich ja gerne mal bei anderer Gelegenheit unterhalten, also sehr, sehr von oben herab. Im Nachhinein fand ich das eigentlich das Ärgerliche.
Und ich solle bitte gehen. Bist du gegangen? Natürlich auch, aber ich habe mich nicht entschuldigt. Ja. Obwohl ich in der Beziehung vorher, ich war in der Beziehung immer sehr unterwürfig und immer defensiv. Da habe ich mich nicht entschuldigt. Ich fand es mehr komisch als peinlich. War da Nachschluss mit der ganzen Beobachtung? Ja. Wie lange liegt das zurück? Das ist jetzt anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, hast du gerade am Anfang gesagt, doch, stimmt. Das ist ja schon bedenklich, finde ich. Wenn man so... Woraus resultierte das? Aus einer Verletzung, aus einer schweren Verletzung? Ja, schon. Seelischen Verletzung, weil er dich so... Ja, so vollkommen in Regen ins Kalte gestellt hat. Und auch dann nicht mehr, was ich schlimmer fand eigentlich noch, denn mir war auch klar, dass das geht nicht mehr lange. Nur dann nicht mehr mit mir zu sprechen, das war für mich eigentlich der Schock. Aber wenn man so etwas macht, so wie du es gerade geschildert hast, ich gehe in ein fremdes Mietshaus und beobachte ihn, ich dringe sogar in seine Wohnung ein, irgendwie musst du dir dabei doch auch sehr klein vorgekommen sein, oder? Im Nachhinein ja, ne? Es war einerseits ein Gefühl, also ich war vollkommen klein und abhängig, aber dann eine Art von Aggression auch. Ich habe ja dann irgendwie versucht, irgendeine Art von Macht auszuüben. Aber natürlich nicht wirklich, ne? Nee. Ja, klar. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Hast du diesen Mann heute wirklich ad acta gelegt für dich? Ja, also ich weiß, das ist absolut, es war also wirklich die schlimmste Beziehung meines Lebens. Ich war auch öfter krank als je zuvor in meinem Leben. Aber es ist mir noch immer noch höllisch unangenehm, ihn zu sehen. Und das jetzt nicht wegen des Erwischtwerdens. Sondern überhaupt, wenn du an die Zeit denkst. Ja, genau. Also wir vermeiden einander auch in der Firma. Also ihr arbeitet immer noch in derselben Firma? Ja. Und das bitter. Gelegentlich habe ich auch mit ihm zu tun. Irgendwann im Sommer werde ich auch immer wieder in irgendwelchen Besprechungen ihn antreffen. Andererseits ist das eine gute Konfrontationstherapie, finde ich, wenn man sich immer wieder dem aussetzen muss, dass man dazu irgendwann hoffentlich dann auch eine abgeklärte Haltung bekommt. Vielleicht, hoffe ich zumindest für dich. Bin ich mal gespannt. Ja. Hast du dich da bei dieser Aktion, die du beschrieben hast, auch zum ersten Mal ganz neu erlebt? Ja. Sowas hast du früher noch nie gemacht? Nein. In Ansätzen auch nicht? Nee, gar nicht. Mhm. Also es war wirklich, ich kam mir vor, während ich das tat, konnte ich mich auch von außen sehen, dachte, was für ein Freak bist du eigentlich? Das hätte ja auch übel enden können, das Ganze. Vor allen Dingen das Eindringen in die Wohnung, in seine Wohnung. Also da wusste ich allerdings, dass da nichts passieren würde. Und ehrlich gesagt war mir das auch egal. Ich war so verzweifelt, das war mir egal. Also die beste Medizin, das wissen wir ja alle, um aus solchen Miseren herauszukommen und aus solchen schlechten Erinnerungen, ist eine neue Liebe. Ja. Willi, wie wär's denn damit? Ja, ich bin allmählich so weit. Bitte? Ja, doch, es hat eine Weile gedauert, aber... Das Optimale ist, dass man dann irgendwann eine Haltung entwickelt, dass diese Person einem egal ist. Dann hat man es geschafft. Solange man noch einen Groll hegt oder einen Hass oder irgendwas, ist man immer noch verbunden damit. Wenn es einem egal ist, hat man die Hürde überwunden. Ich wünsche dir von Herzen bald eine tolle neue Beziehung und dass du nie wieder in fremde Mietshäuser gehen musst und heimlich mit den Operngläsern beobachten musst. Alles Liebe, alles Gute, Milli. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Thomas ist hier. Thomas ist 32. Hallo Thomas. Ja, hallo Domian. Auch ein Beobachter? Würde ich sagen, Instrument. Erzähl. Also ich rufe eigentlich fast aus demselben Grund an wie die Heike vorhin. Die hat auch bei einem Discounter gearbeitet oder arbeitet sie immer noch. Ich habe für einen anderen namhaften Discounter mit 4 Buchstaben in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, für 3 Jahre in der Form, beziehungsweise in der Position eines Filialleiters. Und da läuft es nicht anders. Da läuft es nicht anders. Es gab ja schon... Wie du es vorhin schon vermutet hast. Also es ist wirklich so, da redet bloß keiner drüber, weil die Leute Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Naja, und gestern ging ja schon durch die Presse die eine oder andere Vermutung, dass auch andere Discounter Ähnliches getan haben. Was ist in deinem... Bitte? Ja, natürlich. Ja, was ist in deinem Laden passiert? Was weißt du? Ich kann dir sagen, dass die Bezirksleiter versuchen, die Leute gegeneinander auszuspielen und dich als Filialleiter dazu zu benutzen, um an Informationen auch im Bereich des Privatlebens der Mitarbeiter zu kommen. Mit welchem Ziel? Da geht es zum einen um das Misstrauen natürlich gegenüber dem Mitarbeiter. Es
dieser empfänglich für die Ladendiebstähle, die natürlich auch vorhanden sind. Da hat die Heike auch recht gehabt, definitiv. Also krumme Hunde hast du überall, egal wo du arbeitest. Aber bei diesem Discounter ist es halt immer so der Fall gewesen, zum Beispiel, dass dann an Informationen gelangt wurde, zum Beispiel eine Mitarbeiterin von mir, da war der Mann wohl spielsüchtig, was ich auch erst gar nicht wusste. Das wurde mir von meinem Bezirksleiter herangetragen. Ach, der wusste das schon? Der wusste das schon, ja. Der das wusste auch, dass die Dame schon die Finger gehoben hatte, alles. Achso, das heißt, da wurde gezielt eine Bespitzelung vorgenommen, auch außerhalb der Filiale, um an diese Informationen heranzukommen? Ob das jetzt außerhalb der Filiale war, das kann ich dir das weiß man nicht sagen, aber er wusste es auf jeden Fall. Und das heißt also, die Dame, die wurde auch, da wurden halt Ehrlichkeitstests durchgeführt. Das heißt, dass dann der Bezirksleiter oder der Filialleiter, wenn er sich dazu benutzen lässt, mal einen markierten 5-Euro-Schein im Lager fallen lässt oder im Laden und darauf achtet, ob die Dame den einsteckt. So, das definitiv sofort ein Kündigungsgrund bei diesem Unternehmen. Als dein oberster Boss das dir gesagt hat, diesen einen Fall, von dem du gerade gesprochen hast, wie hast du denn darauf reagiert? Wie bist du damit umgegangen? Ja, also ich habe mich dazu nicht benutzen lassen, das muss ich sagen. Also wie gesagt, wenn mir irgendwas anvertraut wurde seitens meiner Mitarbeiter, habe ich das nach oben wirklich nicht weitergeleitet. Aufgrund dessen bin ich auch nicht mehr bei der Firma. Also jetzt nicht ausschließlich, aber bin halt des Öfteren aufgrund dessen angeeckt, weil ich halt ja in der Form zu ehrlich bin. Also ja. Da laufen auch noch ganz andere Geschichten ab. Also da würden die Leute teilweise mit den Ohren schlackern. Na, jetzt aber raus mit der Sprache. Was läuft denn da noch ab? Ja, dass du teilweise als Filialleiter dazu angehalten wirst, doch mal die geleisteten Arbeitsstunden deiner Mitarbeiterin mal unter den Tisch fallen zu lassen, damit du mit den Stunden weiter runterkommst. Das heißt, du sollst als Filialleiter deine Mitarbeiter bescheißen. Also man kann es wirklich nicht anders sagen. Das sind sehr schwere Vorwürfe. Ja, wie gesagt, also ja, das sind definitiv solche Dinge. Ich denke, wenn der Günter Grass noch ein bisschen jünger wäre, sollte sich dort wirklich mal bewerben. Ja. Also meinst du, dass der Stern vorige Woche da in ein Wespennest gestochen hat mit der Lidl-Recherche? Ja, ich glaube, das geht quer durch die ganze Branche. Menschen, die dort an den Konzernspitzen sitzen, sei es jetzt, ob das Lidl ist oder auch die anderen Discounter, die sind nicht umsonst milliardenschwer. Ich denke, das sollte man sich auch mal vor Augen führen. Ja, das sind natürlich schwere Vorwürfe, die man da äußert, die muss man dann auch belegen können. Aber offensichtlich kannst du sie belegen aufgrund deiner Erfahrungen, die du eben auch wenn du Filialleiter warst, hast du ja schon sehr viel mitbekommen aus erster Hand. Ja, natürlich, klar. Gab es denn in deinem Laden auch Videoüberwachungen? Nee, also das ist mir nicht bekannt, so wie ich das jetzt beim Stern gelesen habe bei Lidl, dass da irgendwelche Detektoren reinkamen oder irgendwelche Kameras installiert wurden. Nee, das gab's nicht. Ich war so erschüttert und so geschockt, als ich das las. Und auch die ganzen, man konnte das ja vorige Woche in der Zeitung lesen, die ganzen Auszüge aus den Protokollen, das erinnerte mich fatal an die Stasi. Das war pervers, ne? Wenn man an die Stasi-Zeit zurückdenkt, oder wenn man, wir haben das ja Gott sei Dank hier nicht erlebt im Westen, aber wenn man das von Verwandten in Ostdeutschland gehört hat, oder im Nachhinein ist ja viel ans Tageslicht gekommen, das erinnerte total und sofort daran. Ja, ich fand das auch wirklich sehr beklemmend, muss ich wirklich sagen. Also, was meinst du, letztendlich ist der Grund, warum die das machen, auch eine Einschüchterungspolitik den Bediensteten gegenüber? Ja, natürlich. Sie in der Hand zu haben? Ja, klar. Sie zu erpressen, jetzt gehe ich mal ganz weit, auch so? Guck dir einfach mal im Internet teilweise die Krankenzahlen an, was die Kranke, die Kranken, ja, die, da gibt es so eine Statistik für die etwaigen Unternehmen oder sowas. Und zum Beispiel einige Discounter mit 4 Buchstaben, die sind wirklich ziemlich weit unten. Weil ich kann dir nur sagen, also in der Probezeit oder beziehungsweise danach einen Krankenschein, dann bekommst du, wenn du an der Kasse sitzt, als Verkäuferin oder als Kassierin, 2-3 Testkäufe und dann war's das für dich. Dann bist du weg. Und die Testkäufe, die haben das wirklich so drauf, die Sachen so im Einkaufswagen zu postieren, dass du die wirklich nicht siehst. Ja, nun ist ja eine gute und sehr erfahrene Institution, sich in diesem Fall für die Mitarbeiter einzusetzen, die Gewerkschaft. Gibt es Verbindungen der Gewerkschaften in diese Discounter? Also kann man sich mittels der Gewerkschaften zur Wehr setzen oder darf man da gar nicht das erwähnen, dass man Mitglied der Gewerkschaft ist zum Beispiel?
Ja, also jetzt in meinem Fall oder beziehungsweise im Fall meiner Filiale, da war es mir nicht bekannt, dass überhaupt jemand irgendwelche Gewerkschaftsaktivitäten wahrgenommen hat, sei es jetzt irgendwelche Dienste in Anspruch genommen hat. Klar, es gibt auch einen Betriebsrat, aber da geht niemand hin. Mhm. Ja, also die haben relativ wenig Arbeit, die würden gerne handeln, aber die Angst, den Job zu verlieren, steht dabei im Vordergrund. Also wie gesagt, das läuft da wirklich extrem, wie du es gerade schon festgestellt hast, sehr viel mit Druck. Ich denke auch ähnlich, wie es halt bei Lidl der Fall war. Mhm. Also die Gewerkschaften haben sich ja letzte Woche auch sehr schockiert geäußert über das, was da vorgefallen ist. Was glaubst du? Jetzt ist so einiges ans Tageslicht gekommen. Oder sehr viel schon ans Tageslicht gekommen, zumindest was eine Firma anbelangt. Welche Folgen wird diese Öffentlichkeit jetzt haben? Ja, ich meine, ich hoffe für die Mitarbeiter dieser Unternehmen, dass sich vielleicht jetzt den Mut zusammenfassen, vielleicht mal dagegen anzugehen, da was zu tun. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin damals auch nicht zum Betriebsrat gegangen, weil ich mehr oder weniger Angst hatte, meine Tätigkeit dort zu verlieren. Aber du hast sie dann ja verloren. Ja, klar, natürlich, aber das war jetzt nicht aufgrund dessen, jetzt ausschließlich. Mhm. Also ich bin nicht mehr da, ich bin auch froh drüber. Wie lange bist du nicht mehr da? Ich bin jetzt 2,5 Jahre nicht mehr in dem Unternehmen. Das heißt, du bist dann rausgegangen und hast aber auch geschwiegen. Du bist damals nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Nein, ich habe es ja nicht schwarz auf weiß. Ich kann es nicht anhand von irgendwelchen Gesprächsprotokollen belegen. Das ist einfach nur die Aussage, die ich tätigen kann. Und ich denke, da bist du gegen so ein weltumspannendes Unternehmen allein auf weiter Flur. Also, glaubst du, dass die Lage sich verbessern wird? Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Also ich denke, die fahren da wirklich ihr Programm wahrscheinlich schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Das sind teilweise wahrscheinlich so angefahrene Strukturen. Natürlich, wenn die nach außen, Lidl stand ja auch schon vor Jahren schon mal in der Kritik. Ja, genau. Da wird ein bisschen was gemacht, wie jetzt durch die Zeitungsannoncen, dass sich bei den Mitarbeitern entschuldigt wird. Man bin ich ja schon mal insgesamt ein recht feiner Zug. Wie erklärst du dir, zum Beispiel Heike hat sich ja gerade ganz anders geäußert. Heike ist Mitarbeiterin bei Lidl und hat gesagt, dass sie das nicht so empfindet und dass das auch sehr aufgebauscht wird. Wie erklärst du dir diese Meinung? Ja, ich meine, wenn du vielleicht nicht leitender Angestellter in der untersten Führungsebene dort bist, also quasi jetzt seitens Filialleiter oder Erstvertretung, also quasi die Vertretung des Filialleiters, ich denke, da bekommst du vieles gar nicht mit. Und die zahlen ja auch nicht allzu schlecht, was jetzt im Einzelhandel, mein Geld macht ja auch relativ zufrieden. Also, es gibt auch viele Mitarbeiterinnen, die ich auch dort kennengelernt habe in dem Unternehmen, bei denen stand wirklich Corporate Identity an erster Stelle. Da konnte kommen, was will. Also das heißt Identifikation mit dem Unternehmen, egal was. Die auch umsonst oft genug gearbeitet haben. Ja. Also so wie es auch im Stern stand, das gibt's überall. Es könnte ja sein, dass wirklich jetzt durch diese große Öffentlichkeit noch mehr ans Tageslicht kommt, auch in anderen Bereichen, und dass das letztendlich doch zum Vorteil der Angestellten, also der Arbeiter, der Mitarbeiter sein wird. Ich würde es mir wünschen, weil das ist wirklich ein verdammt knallharter Job. Ja, das glaube ich. Ja. Hoffen wir das mal gemeinsam, und ich danke dir für deinen Anruf und deine Äußerung, Thomas. Okay, danke für alles Gute, auf Wiedersehen. Ciao, Domian. Tschüss. Und hier ist Wolfgang. Wolfgang ist 66 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Ja, Wolfgang, schön, dass du da bist. Kurz und knapp, haben wir vor etwa 20, meine Frau und ich, vor 20, 25 Jahren vielleicht, Urlaub auf Fuerteventura gemacht und in einem Hotel oder Bungalow-Anlage. Die gingen 8 Etagen hoch und das Ganze gebaut so schräg an einen Berg. Und der Fahrstuhl ging bis zur 4. Etage und der Rest musste mal laufen. Mhm. So. Und aber zur Erfrischung war in dieser 4. Etage wohl der Bungalow gebaut. Und dann, wir kamen hoch, stiegen aus, war dieser Aufzug gebaut, also der Pool gebaut, so meinte ich das. Und dann, wir stiegen aus und vor mir erschien ein Vollweib, also Weib ist bei mir ein ehrenhafter Ausdruck, ein Vollweib mit einem ganz knappen Bikini und mir fielen bald die Augen aus dem Kopf und so weiter. Ich habe das als wunderschön empfunden, weiß noch heute, wie die Frau aussieht, dunkelhaarig und üppig und ganz toll. Auf jeden Fall dann, wie so galant wie man ist, dann schaut man nicht so sehr hin, auf jeden Fall an unsere 4 Etagen dann darauf getippelt. Aber da warst du allein oder mit deiner Frau? Mit meiner Frau natürlich. Mit deiner Frau natürlich, ja. Ja, ja. Ja. Wir leben also nicht so ganz streng und wir leben fantasievoll, sagen wir es mal so. Nee, ich meine, in dem Moment, als du diese tolle Frau da gesehen hast, war deine Frau auch dabei. Ja, natürlich, ja, ja klar doch. Ja. Männer machen wir sowas zu
zusammen, da schauen wir uns das, nein, doch nicht ganz so ernst gemeint. Aber meine Frau war dabei und ich habe mir das so verdeckt angesehen und auf jeden Fall dann rauf auf unsere, in unserem Bungalow und dann vergessen und dann so zwei, vielleicht drei Tage später, so genau weiß ich das nicht mehr, und die gleiche Dame wieder, wir stiegen aus dem, und der Herr, der dazu gehörte, wir stiegen aus dem Aufzug in der vierten Etage und drehen uns dann um, die Tür geht auf und wir schauen in ein ganz weit geöffnetes Fenster, direkt an dem Aufzug, also die Bungalow-Anlage ging natürlich über die vierte Etage hinaus, aber da, so, und dann ein weißes Bett, ein Herr auf dem Rücken, nackt, die Dame, nackt, über ihm kniend, in der 69er-Position. Und das war die besagte Dame? Die besagte Dame, genau diese besagte Dame. Ja. Und dann beim Oralsex, aber vom Feinsten. Das vielleicht mal im Pornofilm gesehen so. Hat. Und ihr beiden standet da wie angewurzelt? Ja, so ungefähr. Und habt kein, wart ganz still und habt nur geguckt? Ja, also ich habe zumindest, habe ich mich dreimal gedreht, um irgendwo einen Grund zu finden, nochmal diese Blickrichtung aufzunehmen in dieses Fenster. Hatte deine Frau genauso eine Freude daran wie du? Ja, also ja. Sie hält sich da ein bisschen bedeckter, aber sie hat das also auch amüsiert gesehen. Wie lange habt ihr da im Türrahmen quasi gestanden und habt geguckt? Ja, nicht im Türrahmen, wir standen ja auf der Plattform von Gut. dem Aufzug ja. und konnten da reinsehen. Ja, ich sag mal, das waren vielleicht so 2-3 Minuten. Ach so. Ja, das Schamgefühl ist dann immer noch so deutlich, dass man nicht so vorsätzlich da reingucken möchte. Aber warum haben die Tür aufgelassen? Das Fenster. Das Fenster. Das Fenster. Dass man, warum? Das waren also Leutchen, die halt da Wert drauf legten, dass andere zusehen konnten. Das glaubst du? Naja, das glaub ich. Ja. So stellt sich das da. Ah, vorher die Dame so üppig, wie sie da stand, in dem ganz knappen Bikini am Pool oben und dann diese Tage später und dann das Ganze nochmal bei völlig offenem Fenster, bei heilem Tages. Die hatten euch vielleicht vorher gesehen und wollten unbedingt, dass ihr zuguckt. Ja, natürlich. Ne? Die hatten euch vorher hochkommen sehen und hatten euch ja ein paar Tage vorher schon gesehen. Und haben gedacht, die beiden, die sollen uns zugucken. So, die finden ja, wir schon. Das waren nicht nur wir zwei. Da sind auch noch weitere Leute Ach so. Aus dem Fahrstuhl gefahren. Ach so. Nur, die hatten wahrscheinlich noch mehr Schamgefühl als wir und sind dann schnell weitergelaufen. Und wie auch immer, das ist ja umwerfend, also zumindest um die Zeit. Oh. Also 20 Jahren. Ja, natürlich. Wolfgang, Hand aufs Herz. Wenn die sich rumgedreht hätten zu euch hin und hätten euch hergewunken, wärt ihr hingegangen? Vielleicht ich, aber meine Frau dann wohl nicht. Dann wohl nicht. Na gut, dann wärst du auch nicht mitgegangen, wenn die Frau nicht gewollt hätte. Meine Frau hätte wahrscheinlich gesagt, komm, das können wir selbst oder so. Aber das sind natürlich so schöne kleine Schweinereien, die man genießen kann, wenn man wirklich davon ausgeht, dass die anderen auch Späßchen dabei haben. Ne? Und sie prägen sich ein über 20, 25 Und sie prägen sich ein. Ist das her. Nie wirst du es vergessen. Nein, das gehört dazu. Danke für die nette kleine Geschichte, Wolfgang. Bitte. Alles Gute, tschüss. Ciao. 17 Jahre ist der nächste Anrufer und das ist der Jan. Hallo Jan. Hallo Domian. Hallo Jan. Ja, bist du ein Gucker oder wurdest du beobachtet? Ich wurde beobachtet. Das ist alles ein bisschen skurril, was ich jetzt erzähle. Bin sehr gespannt. Ja, ich bin jetzt in der 11. Klasse und bis zur 9. Klasse hatte ich eben so in der Klasse Sportunterricht. Da kannte ich ja alle so persönlich. Und in der 10. Klasse wurde das dann eben so nach Interessen gemacht, dass man auch mit aus der Parallelklasse zusammen Sport hat. Ja, und ich hatte damit anfangs keine Probleme, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass zum Beispiel bei diesen Handball- oder Basketballspielen immer ein Teil draußen saß und die immer besonders mich angeguckt haben. Und das ist dann, hat sich mit der Zeit so sehr aufgebaut, dieser Beobachtungsdruck, dass ich... Während du gespielt hast, haben die dich besonders angeguckt. Genau. Und das hast du während des Spielens bemerkt, dass die dich, gerade dich, immer besonders im Visier hatten. Genau. Und du hattest in dem Moment gar keine Vorstellung, warum? Oder weil du so gut gespielt hast? Doch, ich habe eine Vorstellung. Ja, erzähl. Meine Bewegungsabläufe oder auch so mein Handeln kommt so ein bisschen schwul rüber. Ja? Also haben die sich belustigend... Genau, dich angeguckt. Haben gelacht und geguckt. Ach so. So, und das ging dann mit der Zeit so weit, dass ich irgendwann geschwänzt habe, mir selber Krankenbriefe geschrieben habe, dass ich nicht mehr zum Sportunterricht. Weil du dich geschämt hast und dir das so unangenehm war. Genau. Aber es hat nie jemand was gesagt. Also es wurde immer nur getuschelt und geredet. Und ich weiß eigentlich, dass mein Verhalten schon immer so ein bisschen schwul war. Und und auch so wie ich spreche. Und ja, mein bester Freund hat dann eben gesagt, ich soll doch mal zum
zum Arzt gehen, weil das war nicht mehr normal. Weißt du, ich habe schon Montag einen Rappel gekriegt, wenn mir ein Kumpel gesagt hat, ach, Freitag haben wir wieder Sport. Da war der Tag für mich gelaufen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Und da war ich bin ich zum Doktor gegangen und der hat mir eben zum Psychologen überwiesen. Und mit dem habe ich jetzt schon, also ich weiß nicht, vielleicht 10 Sitzungen gehabt. Und er hat, wie gesagt, festgestellt, es ist eine richtige Sportphobie, die ich habe. Eine Sportphobie? Und, genau, Sportphobie, soll es auch geben. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist... Das hat der Herr Psychologe rausbekommen, eine Sportphobie. Genau, Sportphobie. Und pass auf, weißt du, woher die hervorgerufen wurde? Ich bin gespannt. Ich hatte schon immer homosexuelle Gedanken gehabt, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich habe sie immer unterdrückt, immer. Ja. Schon so als 12-, 13-Jähriger, wo ich meinen ersten Freund hatte. Ich war ein Frauenheld, richtig. Und ich habe wirklich bis zum 16. Lebensjahr quasi so durchgelebt. Und dann habe ich so langsam angefangen, im Internet so gewisse Chaträume oder so, bin ich auch schon mal so reingegangen, wo ich schwul war. Und da habe ich gesagt, dass ich bi bin. Und dieser Psychologe, also der hat mir jetzt gezeigt, dass ich doch eigentlich schwul bin. Ja. Und dass es damit jetzt quasi zusammenhängt. Und also hast du keine Sportphobie, sondern du bist nur noch nicht ganz klar mit dir selbst im Klaren gewesen. Das heißt, jetzt, wo du sagst, ich bin schwul, könntest du darauf wieder Sport treiben, oder? Ist das so einfach? Das ist nicht so einfach. Also ich habe immer noch diesen Beobachtungsdruck, weil du musst wissen, ich komme jetzt nicht aus der Großstadt, sondern auf dem Land, wo jeder jeden kennt. Und da kann man, also ich bin schon bei meinen Freunden, bin ich jetzt mittlerweile geoutet. Und aber in dem Moment, wo du sagst, liebe Leute, oder wenn du allen sagst, pass mal auf, ihr könnt tuscheln und machen, was ihr wollt, ich bin schwul und das ist gut so, dann haben die gar keinen Grund mehr zu tuscheln, wenn du irgendwelche seltsamen Verrenkungen beim Volleyball oder bei irgendwelchen Sportaktivitäten machst. Ja, keine Ahnung. Ich habe da einfach Angst vor und ich bin jetzt mit meinem Psychologen so weit, dass er mir jetzt bis zum Abitur eine Sportbefreiung gibt. Ach so. Na gut, also, das ist für dich dann eine Erleichterung auf jeden Fall. Genau, weil du musst wissen, das ist ein unheimlicher Druck gewesen, gerade mit den Klausuren, die jetzt wieder laufen. Ja. Das hat mich dann doch ganz schön belastet. Und da hatte ich wirklich so ein richtiges Tief in meinem Leben, wo ich nicht wusste, was bin ich jetzt, schwul oder wie, keine Ahnung. Also eine ganz seltsame Verknüpfung. Das ist ausgelöst worden durch dieses Beobachten. Dass die Leute dich beobachtet haben und dabei getuschelt haben. Genau. Wie lange dauerte das, dieses Beobachten? Ein Jahr? Also ja, genau, es hat so vor einem Jahr angefangen. Ja. Seit einem halben Jahr habe ich mir schon selber so eingestanden, ich muss jetzt langsam zugeben, dass ich nicht hetero bin. Und mittlerweile akzeptiere ich mich eben so, wie ich bin. Und mir war das sowieso schon klar. Ich habe 2005 ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und da habe ich mich in die Krankenschwester verliebt. Ja. Und das war das letzte Mal, dass ich in ein Mädchen verliebt war. Ja. Und da habe ich mich eben in meinen besten Freund verliebt. Oh weia, das ist ein ganz neues Thema. Das war wieder ein ganz neues Thema und ich habe es ihm sogar noch gesagt. Und wie ist es ausgegangen? Gut, also gut. Er war jetzt nicht schwul, aber er akzeptiert das. Achso, und du bist auch nicht zu unglücklich, dass du ihn nicht als Lover haben kannst. Nein, nee. Bin ich nicht unglücklich drüber, weil ich habe jetzt letzten Mittwoch, also vor einer Woche, ein Date gehabt in Regensburg mit einem und ich finde das jetzt einfach toll, so wie das ist. Also Sport habe ich jetzt kein Problem mehr mit, ich akzeptiere mich, wie ich bin und es kann wieder aufwärts gehen. Weißt du, ich bin so ein bisschen gebremst mit diesem, mir ist das völlig klar, was du erzählt hast, aber mit diesem Begriff der Sportphobie, eigentlich hättest du das doch nicht, wenn die dich nicht entsprechend angeguckt hätten. Also hat das mit dem Sport dann nichts zu tun? Ja, also das ging schon früher los. Und als ich aufs Gymnasium bin, hat man immer so getuschelt, ah, nee, jetzt bist du in Schule und so. Mhm. Obwohl ich dann noch nicht wirklich wusste, was das überhaupt war. Weißt du, das ist 5. Klasse, da ist man 10, 11 Jahre und ja, da macht man sich doch keine Gedanken darüber. Ja. Na, also wie auch immer, auf jeden Fall im oder während des Sportunterrichts ist das besonders zutage getreten und insofern dann noch der Begriff der Sportphobie. Genau. Vielleicht, wie wäre es denn, wenn du irgendwann mal, wenn du Abitur gemacht hast und vielleicht auch in einer größeren Stadt bist, gehst du in einen schwulen Sportverein? Gibt es sowas überhaupt? Ja, natürlich gibt es das. Was hier in Köln, hier tanzt der Bär in dieser Richtung. Oder in Berlin wahrscheinlich auch. Dann hast du auch keine Sportphobie mehr, glaube ich. Oder? Ja, also ich habe auch quasi... also. Da musst du aufpassen, dass du dich nicht zu sehr heterosexuell verhältst. So tuscheln die Jungs da. Das stimmt natürlich. Ja, aber Sportphobie, das ist wirklich nur mit diesem Beobachten, zum Beispiel mit meiner Freundin, also mit meiner besten Freundin, kann ich ganz einfach joggen gehen, das ist kein Problem. Ja. Und das ist, wie gesagt, nur wenn da eben andere mit zugucken. Jetzt bist du 17 Jahre alt.
Genau. Wer weiß jetzt schon, dass du schwul bist? Mein engster Freundeskreis. Die Eltern auch? Nein. Oh, das ist natürlich jetzt die nächste Aufgabe. Da ja, musst du jetzt ran. Bitte? Da traue ich mich nicht. Doch, da musst du dich trauen. Da bleibt ja ganz anders übrig. Ja, ich hab zum Beispiel in meinem Zimmer so eine Fotowand. Da hängen ganz viele Fotos so dran von meinen Freunden und so. Ja. Und da ist auch jetzt übrigens ein Foto von dem Date, was ich gerade habe, drauf. Und ja. Da hat meine Mutter schon gesagt, ach, wer ist das denn? Habe ich so rumgestammelt. Ja, einer aus der Nachbarstadt, also wer aus meiner Klasse. Ja. Und dann hat sie da schon so gesagt, ich sehe schon, die Jungs hier überwiegen. Muss ich mir Sorgen machen. Aha, dann weiß die Mama schon irgendwie grundlegend Bescheid. Die Mütter wittern das immer am ehesten, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht. Ich hab Schiss davor. Wie sind deine Eltern so drauf? Sind die eher konservativ und streng oder kann man mit denen reden? Nee, eigentlich gar nicht. Also die sind überhaupt nicht konservativ und sind eigentlich schon ziemlich offen für sowas. Ja, dann hast du es doch gut. Stell dir mal vor, du wärst in so einem erzkonservativen Elternhaus, für die Welt zusammenbrechen würde, wenn du das erzählst. Aber dann musst du da gar nicht mehr so viel machen. Das ist der nächste wichtige Schritt, Jan. Dann, das ist der Schritt wirklich zu einem guten Selbstbewusstsein. Das musst du machen. Hast ja schon viel gemacht, finde ich. Ja, also ich muss sagen, auch mein Selbstwertgefühl ist jetzt wieder voll da. Ja, natürlich, klar. Das war, wie gesagt, die Zeit lang, wo es wirklich null war. Ja, wenn man sich versteckt oder wenn man nicht weiß, was mit einem los ist, ist man natürlich nicht selbstbewusst. Mhm. Und wenn du jetzt den Schritt auch mit den Eltern noch machst, dann kann dir ja gar nichts mehr passieren. Na, schauen wir mal. Was willst du beruflich machen, wenn du Abi hast? Ich denke, ich studiere und werde dann Lehrer. Was für ein Bereich, Lehrer? Sport, wahrscheinlich. Ja, Sport ganz auf keinen Fall. Geisteswissenschaften oder was? Ja, Deutsch und Geschichte sowas. Ja, ist doch ein guter Plan. Jan, es war sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Ja, mit dir auch, Domian. Du musst an die Eltern ran und ja. Dann wünsche ich dir ein gutes und ein tolles Leben und viel Spaß mit den Jungs. Jo, danke schön. Tschüss. Tschüss. Tobi ist 20. Hallo Tobi. Ja, hallo Jürgen. Hallo Tobi, schön, dass du da bist. Freut mich, dass ich mal durchkomme. Ja. Also, und zwar meine Geschichte ist auch mit Beobachtung, ich wurde beobachtet. Auch ein ja. Opfer quasi. Und zwar war ich im Urlaub gewesen in Holland, eine Segelfreizeit mit mehreren Jugendlichen, waren damals also 16, 17 die Ecke. Mhm. Und ja, da habe ich ein Mädel kennengelernt und da hat es auch gleich gefunkt, zack, verliebt. Und ja, mehr als Knutzen ging er natürlich nicht unbedingt, weil so ein Segelschiff ist sehr hellhörig, kleine enge Kabinen und so weiter. Und es hat uns aber doch gereizt, noch mal ein bisschen weiter zu gehen. Ja. Und dann abends nach dem Duschen schön Jogginganzug zur Hose, dann eine Decke unter den Arm gekrallt und sind dann da im Hafenbecken spazieren gegangen, wo wir gewesen sind und dachten uns, wir suchen uns mal ein ruhiges Fleckchen. Ja. Beim ersten Mal, wo wir uns dann mit der Decke hingelegt haben, da liefen dann gleich schon wieder Leute lang. Wir dachten, ach Mann, warum müssen denn hier alle spazieren gehen abends im Hafenbecken? Ja gut, ja. Es ist Hafen, ne? Da gehen die Leute gerne spazieren. Genau, und im Sommer vor allen Dingen, wenn es schön ist und genau. So, wieso nicht, ne? Ja, ja. Und dann hatten wir auch nur beschränkt Ausgang und dementsprechend war es auch noch nicht so spät. Es war zwar schon dunkel, aber noch nicht so spät. Mhm. Ne? Und dann waren wir unterwegs und haben uns ein schickes Plätzchen ausgesucht, haben uns dann da hingelegt und angefangen erstmal mit leicht Petting und so weiter. Da steigerte sich dann alles und irgendwann sagte die gute Frau dann, du guck mal da hinten, da ist wer. Mhm. Ich sag, wo denn? Ja, da hinten. Ja, und zack, gesehen, da sind zwei Leute. Wie weit waren die von euch entfernt? So, ja, gute 25 Meter vielleicht. 25 Meter. Wart ihr ganz, ganz nackt mittlerweile schon? Nein. Nee. Also das heißt, das hielt sich in Grenzen. Ja. Das war halt, weil wir davon ausgegangen sind, dass auch mal wer vorbeikommen kann, dass man dann halt quasi schnell handeln kann. Ne? Weil die hatten euch das eine ganze Weile schon beobachtet. Ja, die haben uns gut beobachtet. Und ja. Das Beste war natürlich, was heißt das Beste? Dass die beiden auch fleißig am Onanieren waren. Nein. Doch. Sag bloß. Ja. Wobei 25 Meter ist ja relativ weit. Vielleicht war es doch noch näher, oder? Ja, das kann auch näher gewesen sein. Ja, man verschätzt sich da. Ja, man kann sich gut verschätzen. Also ich denke, wenn man die 25 Meter abgeht, dann wird es vielleicht auch näher gewesen. Aber die mussten die dann ja... Die saßen direkt am Hafenbecken, an dem Wasser, auf so einem Poller. Das sind ja die Poller, wo die Schiffe auch teilweise anlegen. Ja. Und wir haben uns schon die hinterste Ecke ausgesucht. Und die saßen halt, eine saß auf dem Poller, der andere stand daneben. Und hatten ihren Spaß auch. Ja, in ihren Spaß. Ja. Ihren Spaß. Aber das die, hat man so erst im zweiten Blick gesehen. Aber die wiederum hätten auch Angst haben müssen, dass sie auch beobachtet werden von anderen Leuten wiederum.
Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht waren da noch andere, die euch vier beobachtet haben. Das wäre auf jeden Fall witzig gewesen. Da habe ich mir jedenfalls noch nie so die Gedanken gemacht. Wie ging es denn dann weiter? Ihr habt schockiert das gesehen, dass da zwei Männer waren, zwei Jungs oder zwei, also junge Männer. Ja, junge Männer. Und ich war vollkommen wutentbrannt und habe mir meine Jogginghose hochgezogen. Ja. Bin wirklich knallrot geworden und dachte, boah, den zeige ich, das gibt's ja wohl nicht, die können was erleben. Ja. Bin aufgesprungen und bin da hingelaufen. Mhm. Und ein Mädel rief nur, stopp, hör auf, lass das. Und der eine ist weggelaufen. Mhm. Und der andere, das glaubst du mir gar nicht, Jürgen, ehrlich, der hatte seine Hose nach unten in der Kniekehle gehabt sozusagen und wollte die hochziehen und laufen, ist dann gestolpert und ins Hafenbecken gefallen. Ja, das ist ja eine filmreife Szene. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich eine filmreife Szene. Da war er am Planschen und ist dann weggeschwommen und da habe ich mir gedacht, komm, lass ihn laufen. Kann man denn mit einer Hose schwimmen, wenn die so an den Knien hängt? Das geht doch gar nicht. Ich glaube, der wird so Schiss gehabt haben und einfach hat sich vielleicht in Flucht. Ja, hat sich vielleicht ganz schnell auch wer im Wasser hochgezogen, kann man ja auch irgendwie zur Not und ist dann weggeschwommen. Ja, der ist weggeschwommen und ich habe mir gedacht, komm, lass ihn ölen und umgedreht und bin dann zurück zu Madame gegangen und habe gesagt, komm, ist gut, jetzt ist vorbei. Und dann ging es weiter bei euch? Nein, wir sind dann zurückgegangen und das war auch irgendwie das letzte Mal. Wir hatten sonst auch nie so großartig die Gelegenheiten, weil die meisten Inseln oder sonst was, wo wir angelegt haben mit dem Segelschiff, da war es einfach viel zu viel mit Touristen und viele Leute und das war halt so eine einmalige Gelegenheit, weil es war ziemlich ruhig dort und großer Deich noch dahinter und eine Wiese und sowas. Und also das war eigentlich so alles perfekt geplant. Das war auch der vorletzte Tag gewesen. Also und du hast diese Jungs dann auch nicht mehr gesehen? Und nein. Nichts mehr. Ich hätte die auch, glaube ich, nicht wieder erkannt. Das war einfach ein heftiger Schock, ne? Ja, auf jeden Fall. Und euch war dann die Lust vergangen danach? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Was ist denn aus diesem Mädel und dir geworden? Leider nichts. Hat sich so nach dem Urlaub dann herausgestellt, dass das doch nicht so das Wahre war. Eine Urlaubsliebe. Ja, sozusagen. Schöne Geschichte, Tobi. Danke, dass du angerufen hast. Du kriegst noch ein Autogramm von dir. Klar. Du legst auf und wir rufen dich zurück wegen der Anschrift. Wunderbar. Tschüss. Eine super Sendung, Daumen hoch, ne? Dankeschön, tschüss. Oh, jetzt haben wir schon 1:57 Uhr. Mann, jetzt habe ich aber nicht richtig geguckt. Aber dennoch begrüße ich ganz rasch Corinna, 24. Hallo Corinna. Hallo. Was hast du denn für eine Geschichte erlebt? Also ich war Filialleiterin auch bei einem Discounter. Mhm. Und was dort gelaufen ist, war Folgendes. Es wurde ein Mitarbeiter von mir bespitzelt. Und das heißt, da fanden wohl sexuelle Handlungen nach Feierabend im Personalraum statt. Das Ganze wurde auf Video aufgezeichnet. Wer hat die sexuellen Handlungen durchgeführt? Wer mit wem? Also der Kollege mit einer anderen Kollegin. Ja, natürlich keiner mehr in der Filiale war. Und das wiederum wurde heimlich beobachtet. Genau, das wurde aufgezeichnet und der Kollege wurde dann mit diesem Video erpresst, seinen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Sein was für ein Vertrag? Ein Aufhebungsvertrag. Was heißt das? Das heißt, dass der Arbeitsvertrag im beiderseitigem Einverständnis aufgehoben wird. So. Das heißt, es ist keine Kündigung, weil in Discountern wird normalerweise generell nicht gekündigt. Mhm. Einfach aus Kostengründen, soweit ich weiß. Und ja. Und diese heimlichen Aufnahmen, sind die von einer fest installierten Kamera gemacht worden oder war jemand wirklich in dem Laden, der die dann vorgenommen hat? Nee, das waren installierte Kameras. Also die Revision geht da mitten in der Nacht, morgens um 3, gehen die in die Filialen, schließen die auf und die Kameras werden in den Deckenplatten platziert. Wie beurteilst du diesen Fall? Es ist wahrscheinlich nicht wirklich schön, solche sexuellen Handlungen durchzuführen, aber viel, viel schlimmer finde ich, dass dann die Leute damit so dermaßen aus den Firmen gedrückt werden und erpresst werden. Im Prinzip haben sie der Firma ja nicht geschadet, ne? Genau, so sehe ich es auch. Es war ja kein Kundenverkehr da und es war ja nicht irgendwie, es passiert ja nichts dabei, es wird ja wirklich keinem geschadet. Ja, ja. Also wir können das leider jetzt nicht vertiefen, aber deine Meinung auch eher sehr negativ und skeptisch, was diese ganze Thematik anbelangt. Ja, weil da laufen auch noch viel, viel mehr krumme Dinge in den Discountern. Also ich bin froh, dass ich dort weg bin und ich würde auch wirklich nie wieder hingehen. Ich verstehe. Schön, dass du noch dran gekommen bist, Corinna. Ja. Vielen Dank. Jetzt ist die Sendung vorbei. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Dankeschön. In der Technik war Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da mit einer freien und offenen Themenrunde. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr ARD 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und wie gesagt, um 1 sind wir da. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.